Vielleicht werde ich mich satt sehen, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Grüße. Heute ganz in Grau, ja. Wegen einem grauen Moment. GT Silber, GT Grau. GT Grau. Nein, auf jeden Fall. Unser Liberty Walk ist komplett gestrappt. Wir haben ja letztens aufgehört, wo er teilgestrappt war. Jetzt ist er komplett nackig. Komplett nackig. Wir haben die Scheiben rausgehauen, wir haben die Türen zerlegt. Wir haben eigentlich wirklich alles zerlegt. Ja? Also auch vorne, wir haben das Zeichen rausgehauen. Wir haben ihn komplett lackierfertig gemacht. So wie es sein muss. Und jetzt fahren wir zu Mike. Ja? Jetzt bringen wir all die Teile zu Mike und dann kann er anfangen, das gute Stück vorzubereiten. Wir können auch direkt gleich mal ein bisschen philosophieren wegen Farben und wegen Konzept an sich. Ich habe jetzt noch mal drüber geschlafen und bin fast der Meinung, dass wir es wirklich machen. Aber es ist auch die Sache, also wir wollen schon weit reinnebeln, damit das auch gescheit aussieht. Ne? Nicht nur aus mal über rüber duschen, sondern deswegen haben wir auch die Türen komplett zerlegt. Das muss ja ordentlich werden. Dann muss ja alles ordentlich werden, Hand und Fuß haben. Wobei ich mir auch dann überlegt habe, wenn ich nur oberflächlich das mache, also bis zur Kante, also quasi bis hierhin und wenn du jetzt hier Motordeckel aufmachst, auch nur bis hierhin mache, dann könnte man relativ schnell, wenn man sich dann sagt, ach du Scheiße, was habe ich da denn gemacht, könnte man auch wieder direkt zurück zu GT Silber gehen. Aber ist auch irgendwie doof. Deswegen machen wir es komplett. Ja. Wenn du Cojones zeigst, dann richtig, oder? Also, laden wir auf und dann fahren wir zu Mikey. Ihr habt gemerkt im letzten Video, ne? Ich hader schon mit mir. Merkt ihr, ne? Das liegt nicht daran, dass ich nicht überzeugt bin von dem Konzept, was ich im Kopf habe. Aber weil er einfach, ich gucke mir natürlich jetzt auch laufend irgendwelche Bilder wieder an und denke mir, wow, der war so schön. Er wird wieder schön. So, nicht lange labern, aufladen. Da haben auch viele jetzt unter Video geschrieben, machen RWB raus. Nein, mache ich jetzt nicht. Wenn wir, also, weil, warum auch nicht? Ich habe jetzt, es gibt ja ein Turbo-RWB, also 97 Turbo-RWB mit der Hutze. Das sah nicht aus, fand ich. So ein Bordeaux-Roter, so ein, mehr ins Braune rein. Warte mal, habe ich da nicht sogar einen Screenshot von? Warte mal, zeige ich euch den. Das finde ich, das fand ich nicht ganz so sexy, ganz ehrlich gesagt. Dün, 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 dün. Da! Bin doch nicht bescheuert. So, das ist nämlich, das finde ich total unhomogen, diese Lüftung da drin. Das stört mich massivst. Bin ich kein Freund von. Diese Rundung an sich finde ich ja schön. Ist ja schon komplett, also der generell, RWB 97 ist ja analog zum 993. Auch von der Rundung her, von der Form. Ich habe mich eher schwer mitgetan, auch wenn ich jetzt sehr ehrlich bin, ja, auch als RWB Germany. Aber mittlerweile finde ich den als Carrera, als rund, also ohne Lüftung, finde ich ihn sexy. Du musst ihn aber auch farblich mega gestalten. Wenn du es sehr trist machst, wirkt er auch nicht. Jüngst gibt es noch einen mintfarbenen, der sieht schon brutal aus. Ey. Naja, aber es hat damit nichts zu tun. Wir bleiben beim Liberty Walk hier. Wolltest du mitschieben?
Hier, guck mal, siehst du das, guck mal, wie die Sonne ballert da jetzt voll rein, ne? Guck mal, wie schön diese Bilder sind. Das ist geil, ne? Guck mal. Oh. Wenn da jetzt nicht so viel Scheiße drin wäre. Naja. So, wir sind jetzt hier bei unserem Freund Mike von Starluck. Man wundert sich, warum der Name Starluck heißt, ne? Weil ein Star ist er ja nicht. Ne? Auch wenn der Mike das immer glaubt. Das war jetzt ein Diss für dich, Mike, ja? Nein, Mike lackiert ja wirklich gut und er hat ja auch wirklich eine Leidenschaft. Und deswegen ist er ja genau das Richtige für unsere Projekte immer, weil er gibt sich wirklich viel, viel Mühe. Auch wenn es nicht immer so aussieht. Ich bin auch echt fies, ey. Nein, wirklich. Also, wir sind ja nicht hier, sonst wären wir ja nicht hier. Ich musste ihn nur ein bisschen foppen, weil er mich auch immer ärgert. So, wir sind jetzt hier bei Starluck in Kevela. Und wir haben extra diesen Moment abgewartet, damit wir die Kamera anmachen, weil diese Sonnenstimmung hier ist, diese Licht-Sonnenstimmung. Und wir wollen uns ja von dem Liberty in GT Silber verabschieden. Guck mal, wie schön das aussieht, ne? Ja, sieht ein bisschen schrottig aus gerade, aber die Sonnenstimmung an sich, das ist einfach schön. Guck mal, was für ein tolles Bild man machen kann von dem Auto. Guck mal, ey. Oh, Mann, ey. Das ist immer ganz komisch. Wo bist du? Das ist immer ganz komisch, ne? Wenn irgendeiner sieht, dass irgendwas von sind oder wenn ich irgendwo stehe, gibt der immer Vollgas. Das machst du super. Verstehe ich gar nicht. So, jetzt haben wir genug gelabert. Ah, habt ihr überhaupt schon mal Unterschrift von Walter Röhrl, der gestern Geburtstag hatte. Glückwunsch an der Stelle nochmal. Absolut mega. Also ich durfte auch mal mit ihm S2 fahren. S1 fahren. Also, das war schon geil. Dann hat er auch unter. Ey! Der hat sogar den Liberty Walk damals in Blau. Hat er sogar seinen Segen gegeben. Da stand er daneben mit seinem GT3 RS, der damals gelauncht worden ist. Ja, Glückwunsch. Echt cooler Typ. Absolut, ey. Legende hoch 10, ey. Es war echt eine Ehre, mit ihm zu fahren als Beifahrer. War echt cool. Mega, mega cool, ey. Ach, und die zweite Unterschrift. Zweite Unterschrift ist Kato. Kato San von Liberty Walk. Mit denen hatte ich auch damals noch eine Autogrammstunde gemacht in Essen. Und der war ganz entsetzt, als er das Auto gesehen hat, weil wir ja jedes Loch gehülst haben. Also mit einer Gewindehülse. Und wir haben ein Radhaus gebaut. Das war auch für ihn zu viel. Das war overengineert, sagt er. Was habt ihr da gemacht? Ich muss einfach nur reinschrauben. Und da muss kein Radhaus rein. Und sagt, doch, doch, doch. Pascal, möchtest du mitschieben? Guck mal, Pascal hat die Gunst der Stunde genutzt, um zu rauchen. Mike! Mike! Ja, weil er hat hier seine Einfahrt nicht asphaltiert, weißt du? Extra für uns. Na, du Starluck? Ich habe ihn dir geliefert. Du wolltest immer einen Liberty Walk haben, ne? Den 907. Ja. Ja, jetzt hast du ihn. Ja, aber so will ich den nicht. Das ist mir scheißegal. Nee. Sollen wir den jetzt hinten rum reinfahren? Ja, der fährt wahrscheinlich nicht. So nee. Der hat auch keine Bremse. Der hat nichts. Wir haben ihn komplett gestrappt, extra für dich, dass du es nicht verkacken kannst. Ja, dass ich nicht so viel abkleben muss. Oh. Dazu kommen wir später. Oh. Dazu kommen wir später. Zum Abkleben? Ja, ja. Und was alles abgeklebt werden muss. Und warum? Da darf kein Lacknebel sein. Hat der schon erzählt, welche Farbe der kriegt? Nein. Auch noch nicht. Schieb! Ja, ich habe das Gefühl, ich schieb alleine. Kannst du hier mal asphaltieren, Alter? Was ist los mit dir? Oder ein bisschen Pflastersteine drauf machen? Du fängst dir gleich eine. Alter, ey. Ich habe dir schon so viel Kunden gebracht. Zieh mal deinen Pullover runter, man kann da was sehen bei dir. Ich habe dir so viel Kunden gebracht, ey. Das hat dir so viel Geld gebracht. Erzählt eine Scheiße. Ist das bei euch auch so? Guck mal, hier fängt die Straße an. Der will auch nichts sagen. Guck mal, da so am Bordstein hast du das eigentlich. Hier habe ich kurz asphaltiert. Schieben! Okay, jetzt Rückwärtsgang. Gut, dass wir einen Schalter haben. Boah, Alter. Aber Mutter hatte da keinen Bock auszubauen. Komm, komm noch. Aber nicht bei mir. Nee, dann beim richtigen Lackierer. Was ist denn mit Schieben? Alter.
Hätte es eine asphaltierte Einfahrt, dann würden wir alles leichter haben hier. Kommt ihr hin, will was von mir, ist nur am Motzen. Ja, sonst motzt ja keiner mit dir. Okay. Hau. Ganz schön schmal geworden, der Kleine, ne? Hammer, ne? Wahnsinn, ne? Obwohl der ja in Silber ja auch gar nicht so schlecht aussah. Ich weiß. Oder sollen wir das Thema besser nicht angehen? Nee, sonst ruder ich zurück. Ich glaube, dann haut Pascal die eine, oder? Nein, natürlich. Der ist echt geil, aber ich glaube, ja, der muss auf die Fresse, der muss richtig auf die Fresse. Also generell, du musst auf jeden Fall mir einen Gefallen tun und so richtig, richtig abkleben, weil die Stoßdämpfer, ne? Ja. Richtig, richtig abkleben. Ja, aber generell innen ja. Alles. Also, da muss ja. Innen muss gar nichts. Also jedes Rohr, ich möchte kein, es darf kein Farbnebel überall dran sein. Ja. Nicht wie beim 993, weißt du? Mhm. Und dann habe ich gedacht, wir gehen bis zu dieser Kante, oder nicht, ne? Ja, ist am einfachsten. Dass wir das hier bis zur Kante, das würde ich lassen, oder? Das Moped können wir abbasteln, ja, klar, oder? Das könnte abmachen. Stoßstange runter, Stoßstange vorne runter. Eine Schraube, zwei Schrauben. Türen, die sind raushängen. Auch so weit fertig. Hier, einfach nur raushängen. Dann gehen wir bis hier innen drin, ne? Yes. Das müsst ihr gucken, dass er rauskriegt und wieder raus. Also, ey, gab's das Ding nicht mal in Carbon? Ja, das war auch mal in Carbon. Mhm. Hast du den schon mittlerweile entlassen? Frag Tobi. Tobi hat aus Carbon schwarz gemacht. Das kann er, das ist Wizard, das ist Zauberer. Der macht aus dem Carbon einmal so. Ja, dann war schwarz. Und schwarz. Weißt du, hier mit diesen Typenschildern, die kann ich auch abmachen, oder? Oder möchtest du das abgeklebt haben? Nee. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, kannst aber mit einem Föhn. Ja, schön sauber runterholen. Ja. Ich hole mir den nochmal neu, aber falls nicht, dann habe ich einen. Die Türen innen würde ich lassen, glaube ich, oder? Oder willst du auch? Wir können auch komplett. Lass komplett machen. Ja, mach. No way zurück. Ich meine, Jungs hassen mich jetzt bestimmt eh schon, weil ich sage, lass komplett machen. Aber ist doch. Ja, jetzt hast du ihn einmal zerlegt. Ja, das Ding ist aber, komplett ist ja. Jetzt hier. Oh, guck mal hier, Krimineller. Hier viele Türen hast du schon geknackt. Ja, ist nicht von irgendwo, sag ich mal. Mhm. Ja. Ich will, jetzt hängt meine Karte. Ja, das ist Anfänger-Move. Ja. Ich würde auch hier bis hier zur Kante gehen, dann, ne? Oder? Ja. Oder da würde ich nicht machen. Das ja, ist halt. Ich würde jetzt hier. Ja, das ist die Sache. Ja. Hier so die Kante nehmen. Oder wir nehmen generell. Die Kante. Ja, wir nehmen hier die Kante. Ja. Kotflügel, Puff. Aber andersrum. Mhm. Entscheidest du dich denn nochmal um wieder, also wie man den Herrn Hoffmann kennt, in 2-3 Jahren wieder eine andere Farbe zu haben? Das weiß ich noch nicht. Es ist das erste Auto, was ja so wirklich mehr Leben oder mehr Zyklen durchlebt. Weil normalerweise baue ich ja nie ein Auto um. Wenn ich es einmal umgebaut habe, dann bleibt es so. Der war original Silber. Dann hast original ist das die Farbe. Dann hast du den blau foliert. Richtig. Und dann hast du dir gesagt, der Folierung finde ich kacke, dann hast du den lackieren lassen. Oder richtig. Und jetzt sagst du, Lackierung Silber ist ja, tot gesehen und jetzt hättest du gerne. Und ich glaube einfach, dass der wirkt. Er wirkt einfach, so ein Breitbau wirkt einfach nur, wenn das wirklich voll auf die Fresse kriegt. Also, und jetzt soll der schweinegeil werden. Ja. Nee, aber weißt du, der wirkt jetzt als normaler Turbo in GT Silber mit den Akzenten, die wir hatten, mega Bombe. Aber als Breitbau muss der. War ich bin ganz ehrlich, ich verstehe den nicht. Ich fand den so geil, ne? Aber. Ich fand den ja auch geil. Aber irgendwie fand ich ihn langweilig. Er wollte den auch einfach nicht loswerden. Nee. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ich wollte ihn eigentlich mal loswerden und dann haben wir gesagt, komm, neues Projekt und neues 997-Projekt. Und dann denke ich mir, ich habe doch ein 997-Projekt. Wieso das nicht nochmal neu aufleben? Und halt ein bisschen nicht schöner machen, darum geht es eigentlich nicht, aber anders machen. Schon ein schönes Ding, ne? Ich habe auch noch alle Ausschnitte, wir können die auch wieder anschweißen. Verzinnen, damit keiner merkt. Wer zählt der da? Also,
Kannst du mal bitte irgendwas sagen? Wie ist denn jetzt, wie willst du vorgehen? Ich würde jetzt erstmal die Aufkleber an den Türen abmachen. Das ist ein guter Plan. Klar, wir zerlegen den dann jetzt noch, also ja, bereiten alles vor. Was wollt ihr denn zerlegen? Ja, ich meinte mit zerlegen jetzt Motorhaube ab, Stoßstange ab, Heckstoßstange ab, Türen abbauen, die Teile alle mal ordnen. Das sind ja schon viele Teile. Also das ist auch wieder so, wir zerlegen. Wir haben noch zerlegt. Ja, genau. Er kann jetzt schon anfangen zu zerlegen, wenn du willst. Ja. Das ist ja, wie gesagt, der Deckel, das ist der originale Deckel, den müssen wir natürlich auch fahren. Machen wir aber innen außen, ne? Ja, ja. Und den müssen wir halt eben auch anpassen an das Design. Das muss ja ähnlich genauso sein wie das andere. Das Design, welches da drauf kommt? Ja. Das wissen die Menschen, Zuschauer noch nicht so ganz. Das wisst ihr noch nicht. Das wird eine Überraschung. Okay, also reden wir jetzt so ein bisschen drumherum, ja, ohne dass die wissen, dass der nicht halt grün wird. Genau. Ja. Halbgrün, so habe ich es auch noch nie gesehen. Ich weiß ja, was das wird. Und ich hab schon ein bisschen Bock, wa? Das ist richtig gut. Ohne Scheiß. Die hat natürlich auch gelitten. Ich habe noch zu meiner Frau gesagt, ich wette alles dafür, dass du das nicht machst. Du ziehst zurück. Warum? Da war ja so ein Schnellschuss bei dir irgendwie. Hey, Mike, ich bin hier im Krankenhaus und ja, man hat so viel Zeit zum Nachzudenken und ja, kannst du dir vorstellen, Punkt zu machen? Ja. Was? Steht da so, ey. Also ich kann sagen, gut? Es ist nichts Neues. Also es ist eine Neuinterpretation eines Designs, was schon uralt ist. Saumutig. Wirklich. Das ist schon krass. Also, ja, Eier, das zu machen, muss ich sagen. Also, Respekt. Normal wird man es folieren. Wirklich. Also, ich kenne das noch. Jeder normale Mensch hätte gesagt, folier den. Wirklich. Ich glaube, hinterher werden sie alle sagen, Alter, das ist ja behindert oder was? Ist denn los? Ja. Warum hat der nicht foliert? Der wird sich satt sehen. Ja. Vielleicht werde ich mich satt sehen, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. An dem Design kann man sich nicht satt sehen. Du wirst ganz viele neue Sachen finden. Das ist sehr spannend. Ich weiß es nicht. Wenn wir den Golf lackieren, das ist jetzt ein Sprung in ein anderes Video, wenn wir unser Golf 1 lackieren mit einer besonderen Farbe und der sieht geil aus, kann auch durchaus passieren, dass wir sagen, hey, das sieht so geil aus, ich glaube, wir werden den Porsche im den Farbton lackieren. Also ich kann nicht sagen, hiermit warten. Ich weiß noch nicht, was für ein Farbton war. Also, wir springen jetzt mal ganz kurz in ein anderes Video, was bald kommen wird, wo wir einen Farbton nur für Sint konzipieren. Also anders, der Sydney kriegt einen eigenen Farbton. Ist das nicht schön? Wundervoll, oder? Ja. Farbton. Da fahren wir extra zu einer großen Firma und machen das. Dazu später mehr. Und dann ist es unsere Hausfarbe. So, und wenn diese Hautfarbe... Was der Sydney noch nicht weiß, er mischt sich seine Farbe sogar selber. Echt? Ja, aber das wollte ich dir noch nicht sagen. Alles mit Pigmenten und so? Mhm. Nicht schlecht, ne? Wusstest du auch noch nicht, ne? Weißt du, was du alles erfährst in so Videos. Ja. Heißt wieder Überstunden machen, Marco. Oh ja, weil wir müssen zu dieser Firma fahren. Ja. So, es kann dann durchaus sein, dass diese Farbe so geil ist, dass ich hinterher sage, weißt du was? So in einem Jahr, eineinhalb Jahre, lass uns den Liberty in die Farbe packen. Wolltest du mir jetzt noch irgendwas Wichtiges sagen oder können wir wieder fahren? Wir können da wieder fahren. Ich krieg langsam Angst.